Der Ford Kuga hat bei uns einen Dauertest über 100.000 Kilometer absolviert in 20 Monaten. Was wir dabei festgestellt und erfahren haben, zeigen wir Ihnen jetzt. Unser Kuga wird von einem 2-Liter Turbodiesel mit 183 PS angetrieben. Damit ist das Kompakt-SUV aus Köln gut unterwegs. Sowohl in der Stadt als auch auf Landstraßen und Autobahnen erwies sich der Ford als angenehmer Reisewagen, der bis zu 2,1 Tonnen schwere Anhänger an den Haken nehmen kann. Während des Dauertests auf 100.000 Kilometer pendelte sich der Verbrauch bei 8,9 Liter Diesel auf 100 Kilometer ein. Das ist nicht gerade wenig, auch wenn der Kuga oft mit hohem Tempo auf Autobahnen unterwegs war. Kommen wir zu den Vor- und Nachteilen des Ford Kuga. Zu den positiven Dingen unseres Dauertestwagens gehören zweifelsfrei die Hauptscheinwerfer. Optionale Bixenon-Scheinwerfer, die es für 860 Euro gibt, die haben sich sehr gut bewährt. Sie geben ein wunderbares, helles Licht. Gerade bei Fahrten auf nächtlichen Landstraßen geben sie ein zusätzliches Gefühl der Sicherheit. Ebenfalls zu empfehlen ist die beheizbare Windschutzscheibe, winzige Drähte in der Scheibe, die aber beim Fahren oder bei der Sicht keinesfalls stören, haben den Vorteil, im Winter ist die Scheibe vereist, nach 30 Sekunden ist sie eisfrei. Dann zu den positiven Dingen des Ford Kuga gehört das System gegen Fehlbetankungen. Wir haben ja einen Diesel und der von Ford entwickelte Tankstutzen ermöglicht es, gibt Sicherheit, dass man nicht aus Versehen Benzin oder Superbenzin einfüllt. Außerdem ist die Tankklappe durch die Fernentriegelung gesichert. Kommen wir zu den Dingen, die uns nicht so gut gefallen haben am Ford Kuga. Das sind einmal die Vordersitze. Die Schenkelauflage ist eindeutig zu kurz. Auf langen Strecken ist das sehr unkomfortabel. Der zweite Punkt, den es zu kritisieren gibt, ist das Doppelkupplungsgetriebe. Eigentlich eine feine Sache. Aber beim Ford schaltet es zu spät hoch. Es arbeitet unharmonisch und träge. Der dritte Punkt, der uns besonders negativ aufgefallen ist, das Navigationssystem. Es arbeitet sehr langsam, der Monitor ist sehr leuchtschwach, sodass man bei Sonneneinstrahlung praktisch nichts ablesen kann.